Hallöchen, Freunde der schlechten Unterhaltung. Ja, und willkommen zu einer neuen Folge Prison Architect. Ja, wir bauen hier gerade unsere Krankenstation weiter aus und unsere Büro, also unseren Psycho-Doktor. Ich hoffe, der geht dann auch hier rein in das Büro. Ne, wir kennen das ja mittlerweile hier von unserem superschlauen Direktor, der Frau das größere Büro überlässt. Ist nicht sehr eigennützig, dieser Mann, ne? Der ist schon voll in Ordnung. Also ein Feminismus ist bei uns groß geschrieben. Frauen wollen ja immer Gleichberechtigung, aber wenn sie dann dieselben Arbeit machen sollen wie Männer, na, der sucht sich natürlich das andere Büro. Ist ja klar, du Arschloch. Ach Mensch, kann man das nicht irgendwie einbauen? Ja, aber Frauen wollen ja immer Feminismus, aber wenn sie dann, wenn es heißt, hier, trag mal den Bierkasten hoch, Schatz, dann heißt das halt, das ist auch Männerarbeit. Oder wenn es darum geht, den Müll rauszubringen, ja. Wo ist die Emanzipation da? Frage ich mich. Aber ist okay. Ne? Ich sag mal, man macht ja als Mann auch gern. Ne? Eine Frau ist nun mal, na, ich will nicht sagen schwächer. Ja. Aber sie tun gern schwächer. Wer einmal eine Frau beim Shopping erlebt hat, wenn sie ohne ihren Mann unterwegs ist, der weiß, dass die Frauen ganz sicher nicht schwächer sind als Männer. Sie sind nur klüger als wir. Das ist unser Problem. Die wissen, wie sie es machen. Und wir sind die Doofen. So, schon wieder was gefunden. Leute, ne? Hier was noch reingeschmuggelt. Ich kacke euch gleich auf die Theke, mein Freund. Ja, also. Das da war ja nur ein Griff ins Klo. Ich habe eigentlich gedacht, er nimmt sich das da. Ach Mensch. Es ärgert mich jetzt, weil jetzt steht die Scheiße hier leer und weißt du, ich wollte da eigentlich. Naja. Machen wir dann später anders. Da schmeißen wir den dann raus. Setzen da jemand anderen rein und sowas will der hier täglich 50. Naja, das geht noch. Da nehmen wir mal drei und zwei Gärtner. Und dann können wir nämlich die Putzlager bauen. Putzkämmerchens. Zwei Stück machen wir hier. So. Benötigt nichts. Sehr schön. Und jetzt wird es nämlich auch Zeit für die Wäsche. Wäsche. Oh, wir haben gar keine Subvention mehr. Wir haben alles erledigt. Was nehmen wir denn da mal? Bildungsreform, ja. Hier. Und Besuchsrecht. Die beiden Sachen machen wir jetzt mal. Dann kommt alles hier mit in diesen Komplex. Und zwar ziehen wir hier mal eine Line. Klang jetzt anders als gedacht. So, hier kommt dann die Wäscherei, hier kommt das Besucherzimmer. Und dann überlege ich mir noch was. Wir brauchen nämlich noch einfach so einen Gemeinschaftsraum und so, weißt du? Aber das kommt später noch. Jetzt kommt erstmal das hier. So, und dann muss ich nämlich dafür auch, glaube ich, noch forschen. Hier, Zwangsarbeit. Genau, erlaubt dir deine nichtsnutzigen Gefangenen zur Arbeit zu verdonnern. So. Das benötigen wir dafür auch. So, drei Besuchertische dürften hier reinpassen. Billardtisch auch. Und zwei Fernseher. Naja, ob ich das hier alles reinkriege. Auf jeden Fall braucht das Ding Türen. Und zwar kriegt das Gefängnis Türen. Das hier unten auch. So. Weil wir es können. Und Strom. Sofern wir hier nicht. Ach doch, wir haben schon Strom. Ach, das ist ja schön. Strom ist da. So, in der Wäschekistkammer brauchen wir dann aber noch Dings und Bums. So, in den Putzmitteln war schon wieder Zeug drin. Ist ja ganz toll. Könnten wir eigentlich auch schon Programme machen? Ja, könnten wir.
So, Verhaltenstherapie. So, was brauchen wir hierzu? Benötigt Gesundheit. Genau, das können wir hier machen. So, und das können wir nicht machen. Weil wir keine Stühle weiter hier drin haben. Weil der Herr Kollege sich dieses Zimmerchen ausgesucht hat. Die finden jetzt immer wieder was, ne? Wofür haben wir Metalldetektoren? Naja. Räumchen, genau. Wir machen zuerst mal, würde ich sagen, die Wäscherei. Ich muss sie nur finden, ne? Ich muss sie nur finden. Sicherheit wollen wir nicht. Wäscherei kann ich noch nicht. Okay. Also zuerst das Besucherzimmer, wollte ich sagen. Habe ich mich versprochen. War genauso geplant. Natürlich. So, Besuchertische. Einrichtung. Besuchertische. Eins, zwei. Nein. Immer noch nicht ganz, aber ist egal. So. Ich mache auch mal ein paar mehr noch. So. Und Fernseher wollten wir. Ne? Weiß ich nicht. Wie viel Fernseher? Zwei Fernseher. Steht ja nirgendwo, wie wo die sein sollen, ne? Aber ich mach die mal hier mit rein. Oder? Hm. Ich könnte hier oben noch einen Gruppenraum machen. Ich mache hier oben noch einen Gruppenraum. So irgendwie. Und so. Genau so mache ich das. Ja, da kommt dann Fernseher und Billardtisch und Pipapo rein. So, wie sieht's mit der Forschung aus? Ah, Zwangsarbeit ist fertig. Das bedeutet, unsere Wäscherei kann gebaut werden. Ah, ich bin ja grundsätzlich für Zwangsarbeit. Eine Waschmaschine ist natürlich klar hier. Wäschekörbe brauchen wir ja auch jede Menge. Die werden ja eh rumgefahren, da ist es scheißegal, wie die stehen, glaube ich. Kohle haben wir auch genug. Die habe ich ja vergessen. So. Bügelbretter. Da. Da noch eins. Hier. Da. Sechs Stück dürften reichen. Waschmaschine. Hallo? Kann ich gar nicht drehen anscheinend. Mhm. Warte. Kann ich nicht drehen. Warum kann ich die nicht drehen? Hoffentlich wird das trotzdem richtig gemacht dann. Ich hoffe mal, das ist nur für die Optik mit dem Drehen und so. Ansonsten haben wir da ein Problemchen. Die tummeln sich an der Gefängnistür natürlich. So, oh. Türchen. Tür. Machen wir wieder alles auf einmal hier und nichts gleichzeitig. So. Strom geht noch. Oh, da fällt mir auf. Ne? Wir sind voll. Gesoffen. Und deshalb machen wir erstmal zu. Und warten darauf, dass ein paar Gefangene entlassen werden. So, jetzt haben wir natürlich auch ein paar Kosten. Was wollte ich hier rein machen? Ach ja. Ja, und zwar zu einem Gruppenraum, ne? Kann ich gar nicht. Wo ist denn das? Gab's das nicht hier mal?
So ein Räumchen für die Gefangenen. Gibt's gar nicht. Habe ich mich da mal verguckt? So. Ach, hier ist er doch. Herr, lass es Augen regnen. Oder lieber nicht. So. Machen wir mal so. 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 Fernseher. So. 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 Und was brauchen wir noch? Billardtisch. Billardtischchens. Machen wir mal zwei Stück. So. Dann haben wir das auch erledigt. Personalraum haben wir ja. Das dürfte also kein Problem geben. Ne? Von wegen erschöpft und so, habe ich hier gerade gesehen. Familienbesucher sind auch kein Problem mehr. Alles da. Ja. Also, wir machen uns. Die Stationierung ist natürlich noch nicht erforscht. Sicherheit geht vor. Und hinterher komme ich. Mal schauen, wie das jetzt hier weiterläuft. Läuft. Das Spiel ist nun schon nicht so laut. Ich höre mich selbst, aber... kommt trotzdem nur Unsinn raus. Ah, hier kommt schon der nächste Fortschritt. Wir brauchen eine direkte Anbindung. Ich hoffe, das klappt hier diesmal alles. Mit den Röhrchen. Ne? Nicht, dass da wieder so ein Scheiß rauskommt wie auf dem Scheißhaus. Aber auch da haben wir es ja mittlerweile in den Griff gekriegt. Und denn wir kriegen ja alles in den Griff. Unsere Gefangenen scheinen noch recht zufrieden zu sein. Weiß ich noch nicht. Kann ich das hier schon irgendwo sehen? Bedürfnisse? Ja. Erholung? Ja, die pennen noch gerade. Ist doch genug Erholung, oder nicht? Hygiene? Ah, die Duschen zweimal am Tag muss reichen. Schlaf ist okay. Darm lernen. Essen und sowas ist auch top. Wie ich sehe hier. Geht. Ja, drei Mahlzeiten am Tag. Da möchte ich das auch erwarten. Also, ich bin guter Dinge. Aber momentan haben wir auch nur die niedrigen Gefahrstufen hier. Von daher, da lief es ja in dem alten Knast auch noch gut, glaube ich. Müssen wir wieder eine Durchsuchung planen hier. Mal schauen. Finanzen kriegen wir jetzt genug? Eine Werkstatt. Ich weiß schon, wo ich die machen werde. Dann gibt es nämlich auch mehr Kohle. Ja. Dann kommt hier immer schön Einkommen rein durch die Arbeit in der Werkstatt. Dann wird das schon was. Müssen wir dann so machen, dass die direkt von der Kantine. Muss ich mal gucken hier. Tagesplanung. Nach dem Essen haben wir hier Freizeit. Dann tauschen wir das mal mit Arbeit aus. Ja, das tauschen wir dann mit Arbeit aus. Kommt die Arbeit, hier Freizeit, wieder Essen. Dann geht das schon. Jawohl. So machen wir das. Hier fehlt immer noch Strom. Strom, Strom, Strom. Strom ist da. Muss nur gebaut werden. Keine Panik. Es wird gut. So, was hat eigentlich dieses Klingeling immer zu bedeuten? Weiß ich gar nicht jetzt. Habe ich nicht drauf geachtet. Es hat immer, wenn Kohle reinkommt oder Kohle weggeht. Naja. So, die Kollegen sind noch am Pennen. Wenn die nachher wach sind, können wir mal den Zellenblock hier durchsuchen. Einfach aus Prinzip. Habe ich im Prinzip nichts gegen das Prinzip.
Genau, macht mal auf, ihr lieben Wachen. Haben ja genug Wachen. Aber die gammeln eh nur rum. Faules Pack. Autosave war wieder alles ein bisschen. Ne? Und hier hapert's wieder. Ist ja klar. So, Stationierung muss ich freischalten, okay. Schon wieder alles vergessen, ne? So. Und dann geht's nämlich los. Dann können wir unsere Wachen einteilen, wir können unsere Arbeiter einteilen, also unsere Gefangenen für die Arbeit. Ja, und die stehen wieder nur rum. Ach, Leute. Gucken, ob jetzt jemand kommt. Irgendeiner vielleicht. Natürlich nicht. Warum auch, wäre Quatsch. Ach ja. Irgendeiner. Vielleicht. Der da bewegt sich schon mal. Ist ein gutes Zeichen. Oder will er sich nur ausruhen? Nee, der geht ins Lager. Und er holt etwas. Und zwar ein Rohr. Haha. Siehste, klappt doch. Mal sehen, welches er anbringt. So, sehen wir hier, wann der nächste entlassen wird. Gab's doch mal, ne? Hm. Naja. Drei für die Putzkammer, drei für die für die Küche und drei für die Wäscherei. Ne? Das machen wir dann gleich. Wenn das erforscht ist. Was gerade überhaupt nicht vorangeht, weil wir keinen Sicherheitsheini haben. Der auch ein eigenes Büro braucht. Und genau. Pass auf. Du Kollege, wirst entlassen. Wir holen uns diesen Sicherheitsheini. So. Schlau gemacht. Und der Psychologe geht jetzt hier oben rein. Haha. Und das bedeutet Programme. Verhaltenstheorie, nein, Gruppentherapie für Alkoholiker machen wir mal. Sicherheit und ja, da bräuchte der Sicherheitschef ein bisschen mehr. Ach nee, da brauchen wir. Ach, okay, das ist für die Werkstatt. Okay. Das kommt erst noch. So, die Leute sind wach. Jetzt lassen wir die aber erstmal fressen. Speisen, meine ich. Minus 200 täglich. Ah, ist ja super. Warum? Weshalb? Ach, wegen dem Sicherheitschef, ne? Ja. Ganz toll. Wir bauen mal schnell eine Werkstatt. Stellen wir mal auf einfache Geschwindigkeit. Und bauen die Werkstatt. So etwa. Ne, das wird zu klein. So ist das. Ich bin hier immer noch nicht zufrieden. Moment. So. So gefällt mir das schon besser. Dann warten wir mal auf die Leute, die bauen. Na, siehst du hier, die regen sich schon wieder auf. Was haben die denn für Beschwerden? Ja, die können fressen. Hier, Familie. Ja. Was denn? Familie. Ist doch hier in der Freizeit mit inbegriffen, oder nicht? Oh, warte mal. Da ist noch einmal Arbeiten drin, so mehr Freizeit. Ja, da kommen auch schon die Familien. Was wollt ihr denn noch? Erholung. Habt ihr auch genug eigentlich? Training könnt ihr auf dem Hof machen. Keine Ahnung, was ihr wollt. So, hier nach dem Essen ist, glaube ich, Freizeit, ne? Genau. Da könnt ihr eure Familien empfangen.
So, hier wird fleißig gebaut. Kommt dann wieder eine Tür rein. So, und zwar da. Und das wird die Werkstatt. Wenn ich sie finde. Werkstatt, da. So, Werkstatt. So, und wie wir die Werkstatt einrichten. Ob unsere Gefangenen wieder Aufstand machen, wonach es sehr aussieht. Und überhaupt alles weitere seht ihr in der nächsten Folge. Tschüss, bis dann.